Ehrenmann. Hallihallo, hier ist wieder der Tommy und wir spielen wieder mal ein bisschen weiter mit Lego Star Wars zusammen mit dem Twissy. Moin moin. Beim letzten Mal haben wir uns überhaupt nicht angestellt und sind mit dem rasenden Falken aus dem Todesstern geflohen und jetzt geht's halt direkt weiter. Mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt bin ich wieder dran mit dem Lesen, ja, GG. Ist so, weil ich es auch so oft letzte Zeit gemacht habe. Ja, du hast so viel gelesen, ist unfassbar. Wir müssen es dann ab und zu mal abwechseln. Mhm. Episode 4, eine neue Hoffnung, Kapitel 6. Ich glaube, das ist das letzte dann, oder? Ja. Rebellenangriff. Ach, da fliegt man jetzt gegen den Todesstern bestimmt. Nachdem sie die Pläne des Todessterns endlich in den Händen hält, plant die Rebellenallianz einen verzweifelten Angriff auf die imperiale Raumstation. Doch ein versteckter Peilsender am rasenden Falken hat Darth Vader zur geheimen Rebellenbasis auf dem Mond Yavin 4 geführt. Schon bald wird der Mond in Reichweite des Superlasers des Todessterns sein. Die Hoffnung der gesamten Galaxis ruht auf den Schultern einer kleinen Gruppe furchtloser Piloten. Ah, das Pilot. Ich euch auch mal verlesen. Nee. Doch. Die mir alle vorher durchgelesen, die Texte. Das könnte ich mir echt vorstellen, Mann. Nee, habe ich nicht. Wieso ist es sogar da irgendwie? Die kriegen das die ganze Zeit nicht auf ohne R2. Keine Ahnung. Erstmal um der eine. Der ist jetzt mal kollabiert. Da sind wir. Ist das eigentlich jetzt diese Rot 5 Staffel? Ja, wahrscheinlich, ne? Was auf Rot Staffel? Jetzt. Und Abfahrt. Ah, du bist sogar ein Y-Wing. Stimmt. Kann ich jetzt Bomben werfen? Weiß oh nein, nicht. Oh nein, oh nee. Wir müssen diese Dinge transportieren. Gegen das nochmal. AP schießt man die Abo hin. Wohin müssen wir die schießen? Ich glaube jetzt in diesen Schacht da rein, aber das habe ich jetzt schon ein paar Mal. Ich glaube, das haben wir jetzt. Okay. Ja, guck mal, hier muss man wieder was drehen, oder? Wie macht man das? Fährt man einfach gegen? Nee. Keine Ahnung. Aber hier ist doch so eine Lücke. Die kann man da nicht auch noch. Keine Ahnung. Alter, nee, das ist ja, so kann man gegenschießen, gegen das Ding. Falsche Richtung, Alter, von mir. Ah, es hat uns so ein Kit gegeben. Ja, cool. Wir sind doch die wahren Fliegerasse, habe ich gehört. Echt so. Was brauchen wir jetzt? Hier, da geht's doch. Das ist eine gute Frage. Ah, da sind welche. Ah, ja. Hast du, glaub, eine neue? Ich brauch ganz viele, ey. Noch eins down. Was können wir jetzt machen? Muss man die jetzt noch da reinwerfen in den Schacht oder ist das Ding jetzt offen da? Ne, die kannst du nicht reinschießen, glaube ich. Ah, ich glaube, wir können jetzt ja einfach weiter, ja. Ah, ja. Ah. Oh, cool, jetzt fliegen wir. Ah, ich dachte schon. Ah, da komme ich in den nächsten Teil davon. Eins habe ich. Ich glaube, die haben wir alle. Easy. Jetzt hier auch nochmal sowas? Oh, ich würde das drehen. Boah, das wird die perfekte Pose rausfinden, um das hinzukriegen. Kannst du abschießen? Ja, das. Da kommen wir noch nicht rein. Oh, boah, ich sterb schon wieder nur. TIE Fighter. TIE Fighter. Ah, okay. Da sind schon wieder die nächsten Dinger. Ich hab zwei down davon. Nur eins ist reingegangen. Nur eins brauchen wir noch. Mhm. Bin schon im Anflug.
Können wir mal so lange ein paar Bomben. Ja, perfekt. Warum bin ich jetzt gestorben? Ich hab keine Ahnung. Bei mir ist einfach nur das Tor abgeschossen. Naja, danach war ich instant tot. Kein Plan. Da ist schon wieder so ein Drehding auch. Da unten. Rucker Bomben holen. Direkt. Oben. Ah, da oben. Ah, jetzt haben wir mich schon wieder zerschossen, ey. Die Fliegermission kriegt man aber auch einfach mehr Punkte, ey. Na, ist so. Obwohl ich hier auch wieder nur am Sterben bin. Und starte. Ah, da ist noch dieses Drehding da unten. Oh, warte mal, ich komm. Ah, ja, was. Ah, du hast. Ach, hier brauchen wir auch nochmal Bomben. Na, okay. Yep. Immerhin ist es hier geiler gemacht als bei den Klonkriegen mit diesen Schleppbomben, ey. Boah, ja, die das die war sind schrecklich. Das haben es aber echt viele an, ey. Ah, da haben wir's doch. Dies habe ich sogar überlebt, nice. Jetzt gehen wir in den Graben rein, oder was? Ah, nee. Steckt mal da erstmal in seinen Flieger ein. Komm mit. Kommt da jetzt ein Bosskampf gegen den? Ich mir vorstellen, ja. Ich weiß aber gar nicht mehr. Boah, der ist hinter uns. Chased uns. Boah, der hat mich einfach zerschossen direkt. Boah, mich auch, Mann. Boah, ey, man kann ihm. Wie soll man ihm denn ausweichen? Kann das nicht schimmern. Ah, man kann sich einfach umdrehen. Oh, man kann den Flügelmann von dem abschießen dann. Oder einer von ihm? Ja, jetzt ist der andere auch kaputt. Das ist nur noch Vader, den kann man bestimmt nicht töten. Ich bin nicht von außen, ne? Tschüss, ey, warum sind die wieder da? Stimmt. Ich sie vertraue der Macht. Ah, jetzt sind sie da weg. Oh, nur einer. Ein krasser, ein Solo kommt. Seid ja nicht übermütig. Richtige Models. Da ist der Schacht. Oh, und ganz viele Geschütze. Oh, ich dachte, man kann einfach von den Torpedo schießen und hat man's. Ey, hier droppt aber auch alles eine blaue Münze, ey. Kein Torpedo mehr. Hast du noch einen? Nein. Was sollen wir denn jetzt machen? Haben wir jetzt verloren an der Stelle? Als wird die echt jetzt hier durchkabbeln müssten, ne? Ich hatte einen eben noch, den habe ich direkt geschossen, weil ich dachte, das wäre. Normalerweise ist das Ding ja auch offen irgendwie. Hier können wir nochmal den hier machen. Müssen wir jetzt zurückfliegen? Wir kommen einfach hier. Ich sehe nochmal so ein Torpedo-Ding. Uff, die Kamera, ich sehe nichts. Da? Hä, da kommt Vader einfach wieder oder was? Nee. Wir müssen aber zurückfliegen. That's all. Ich weiß es nicht. Guck einfach mal gleich. Also ganz am Anfang von dem Dings gab's so ein Teil da. Jetzt habe ich wieder Bomben. Ah ja. Warum dreht er sich eigentlich manchmal automatisch? Ich hab sogar zwei, ich darf nicht dabei sterben, das verlierst du dir. Boah, ich versuch's. Boah, ich sterb safe. Jetzt kann ich nicht fliegen. Ich kann auch nicht fliegen. Ich kann eine. Du eins sammeln, wenn du wieder lebst. Ja, ich hab eine. Ja, ich aber ich komm nicht nach vorne, dann ist es. Ah, jetzt. Jetzt aber. Dün, 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 dün. Ja, Mann. Jawohl, da ist das Ding. Ehrenmann. Ja,
Jetzt kommt noch die fette Abschlussparty. Siehst du aber nicht, oder? Ich glaube, das kommt noch, oder? Mal gucken. Ich glaube, diese Medaillenübergabe, die gibt es da bestimmt noch. Fehlt uns da eigentlich ein Flieger? Stimmt. Hm. Kanonenboot eigentlich mit dabei, das haben wir auch schon mal geflogen. Ich glaube, das hatten wir bekommen. Hm. Jetzt hatten wir eigentlich recht viele von denen, oder? Okay, nur 4. Ja. Belastend. Uff. Story beenden. Jetzt müsste doch eigentlich noch was kommen. Kommt auch noch. Ich will dir sogar extra Luke mit dieser gelben Jacke da haben, nur für diese Szene. Na, ist so. Da ist ein Bauarbeiter, der eine. Sogar 2 Stück, die alten Hustler. Ey, was macht der da? Der Rüsselmann. Stimmt. Der Rüsselmann. Ja geil, dann haben wir Episode 4 schon. Jetzt können wir direkt Episode 5 anfangen. Ja, stimmt. Die guten 26% fast. Ist so. GG. Bist du denn jetzt wieder dran mit Lesen? Jetzt müsste ich wieder dran sein mit Lesen, ja. Oh nee. Nein. Halt, das ist es. Ah. Muss ein bisschen ganz zurückgehen. Ich dachte, wir werden schon leckern. Nee. Ist Cody? Ja, ist Cody. Ja, ist Cody. Willst du noch ein paar Charaktere nicht kurz kaufen? Können wir auch noch machen, ja. So. Ey, guter Mann, was geht ab? So, kaufen wir uns den mal. Jetzt erstmal die ganz billigen hier. Ja, ist gut. Gegen Ende brauchen wir so alles. Druidika kostet schon. Jetzt gucken wir nochmal, was sonst so gibt. Außer Count Dooku, wie gesagt, als wirklich allerletztes. Da gibt es so einen Raketenwerfer-Typen jetzt mal irgendwo. Das gibt's nicht, meine ich. Eben nur die Kopfgeldjäger. Mhm. Oh, Greedo. Landtruppe, Todesstern. Also so ein Stormtrooper könnten wir gebrauchen, ne? Ja, safe. Das ist der normale Ei hier. Der ist sehr günstig wie noch was. Ja, boah, Fett dürfte ja noch nicht drin sein hier. Grand Moff Tarkin. Wellentyp holen wir uns. Und den krassen Mace Windu. Ah, sehr schön. So, das reicht erstmal. Na, ist so. In Episode 5 könnte es ja sein, dass wir dann Boba Fett auch noch irgendwo kriegen. Ja, stimmt. Den brauchen wir ja auf jeden Fall auch. Direkt rein? Ja, direkt rein. Schlacht auf Hoth. Wer liest jetzt? Na, ich, wie gesagt. Das Bittere dran. Episode 5. Das Imperium schlägt zurück. Kapitel 1. Schlacht auf Hoth. Es ist eine dunkle Zeit für die Rebellion. Obwohl der Todesstern vernichtet worden ist, haben imperiale Streitkräfte die Rebellen aus ihrem versteckten Stützpunkt vertrieben und kreuz und quer durch die Galaxis verfolgt. Nachdem sie der gefürchteten imperialen Sternenflotte entkommen ist, hat eine Gruppe Freiheitskämpfer unter der Führung von Luke Skywalker jedoch einen neuen geheimen Stützpunkt in der abgelegenen Eiswüste von Hoth eingerichtet. Doch der teuflische Darth Vader... Wow. Das geht aber echt schnell manchmal, ey. Aber das war doch nicht mal zu Ende unten, oder? Nee, bei mir auch nicht. Das ging unten noch weiter. Nee, hast du alles erklärt? Da muss man auch nicht wissen. Da ist er, der teuflische Darth Vader. Oh. Das ist er doch. Ich wollte gerade schon fragen, darf man jetzt in der Mission auch Tauntauns reiten? Anscheinend.
Das wäre geil. Hier sieht das Viech aber auch böse aus, als es eigentlich ist, der Vampir. Oh ja. Ich muss so lachen. Für Blaster. Das ist wieder ein Fliegerlevel direkt. Ja, ich glaube. Jo. Okay. Und ab. Here we go. Oh ne, wir die normalen Bomben, oder? Komm jetzt hier runter. Oh, doch, das sind die. Mann, die mitnehmen ja. Wieder. Bin direkt über. Oh, der hat die auch. Weiß nicht. Das kann man ja alles so zerschießen. Ja. Aber vielleicht muss man die dann zu den AT-AT bringen. Kann sein. Da ist ein Pfeil, gleich da runter. Da unten, bestimmt rein. Ah ja. Ah, geschafft. Hoffentlich kommt das jetzt nicht häufiger. Boah, können wir jetzt irgendwie... Oh ja! Der doppelte von 1 Feeling, ey. Ah, du bist ein Noob, Mann. Lern von deinem Meister hier. Ah, da hab ich das Ding erlegt, ey. Jetzt hier, das ist deine Challenge hier vorne. Zeig uns, dass du es würdig bist. Ja, mach ich nachher. Ja, ja. Da mal rum. Da mal rum. Ja, ja, da ist das Ding. Wo geht's jetzt lang? Geht man scheint nicht. Ah, da sind wieder so ein paar Bomben. Aber hier braucht man. TIE Fighter. Mann, das Ding da irgendwie sprengen. Ja, ich denke. Nee, ja. Ja, rennt man hier oben rum? Nee. Was für ein AT-AT vielleicht wegböllern? Kann man hier drüber backen? Nee. Nee. Ja gut, vielleicht beim AT-AT, ich weiß. Ah, wie viele Kampen? Was? Wo kommen die? Hä, der ist schon wieder neu gespawnt. Kann man hier in die Richtung noch? Ich erleg den kurz. Jetzt erschießt einfach immer unsere Bock. Hinten, der steht auch schon wieder. Na, stimmt. Was läuft doch schon wieder richtig falsch, ey? Kannst du da auf den AT-AT drauf machen? Nee, das ist einfach, der schießt da irgendwie mal direkt drauf. Ja, warte mal, wir können das testen. Boah, jetzt haben sie mich zerschossen. Musst du jetzt zurückkommen? Ja. Aber der Fokus ist immer die Bombe. Ah, der ist jetzt kaputt, okay. Du musst dann wirklich erst umlocken und dann musst du die Bombe holen. Aber steht der sonst wieder auf, oder was? Ja, anscheinend. Wie will er das machen? Dann? So, jetzt schnell die Bombe holen. Ey. Kommt die bei dir auch nicht raus, die Bombe? Will nicht. Die hängt da einfach jetzt. Drin. Ah. Na natürlich, jetzt platzt das alles. Das macht so keinen Sinn, Mann. Na klar. Ach, und jetzt brauchen wir noch eine Bombe, damit wir den Wald da aufsprengen, okay. Ja. Das ist der andere ist auch nicht jetzt nachgespawnt gewesen. Ja. Jo. Ja. Ah, wir gehen hier wieder mit richtig vielen Punkten raus, ich sehe das schon.
Ja, hier braucht man noch eine Bombe. Nein, das wird schon wieder so eine richtige Bombenmission, ey. Gar keine Lust drauf. Ich hasse die Mission. Ja, jetzt. Oh, nee. Ganz zurückfliegen wieder. Ich bin auch schon wieder fast tot. Nimm du mal lieber die Bombe. Oh, jo. Ich bin so müß. Oh nein, kann ich gerade zerschießen? Auf die Idee durch, ja. Gut. Nein, nicht runterfallen. Na. Oh, ich krieg mal doch wieder hoch. Ja, sieht gut aus. Und? Warum stirbt man denn da auch immer bei? Weiß ich nicht. Jetzt bin ich hier unten. Ach, als ob ich jetzt hier nicht hochkomme. Oh mein Gott. Wir haben ein Flugzeug, aber wir können da nicht hochfliegen. Hoffentlich war das die letzte Bombenmission überhaupt. Schnell hier hin. Na, ohne Witz. Boah, jetzt kommen sie. Zugdruiden. Boah. Aber wie viele da hinten kommen? Ach, müssen die auch killen? Wo waren das? Oder sind die jetzt einfach irgendwo hier? Die sind irgendwo jetzt, glaube ich, hier. Das ist das gleiche Level-Design wie auf Geonosis. Ja. In der Arena, wo wir die ganze Zeit außen rumlaufen mussten und irgendwas killen mussten. Stimmt. Da ist noch einer. Okay, den haben wir. Sondern das hier sind 1000 ATSs, aber die sollen wir nicht zerstören. Lieber diese komischen Suchtruinen, die keiner juckt. Die sind wichtiger. Entdecken das Imperium hier noch auf dem Planet. Das wissen die nur, dass wir hier sind. Ja. Da ist einer. Hammer. Hoffentlich schicken die das nicht Darth Vader, die Aufnahmen. Bitte nicht. Einer muss hier noch irgendwo sein, da. Da ist er. Jetzt kommt da der nächste Auftrag. Na, ich glaube auch. Ja, war ja klar. Die AT-STs. Na, am Ende dann nochmal AT-80s bestimmt oder so. Mhm. Hier sind auch schon diese Bombendinger, wenn hier safe irgendwo sein. Naja. Die Hälfte haben wir. Ah, man kann auch einfach schießen gedrückt halten. Uff. Ah, lol, das geht. Ich denke schon, ich drück mir hier die ganze Zeit Fingerbund, ey. Das hab ich auch nicht so gemacht. Zwei. Na, wo sind sie da? Also da jetzt kommen die AT-80s. Komm. Ja, glaube ich auch. Ja, da ist er doch schon. Klar, Mann. Aber nur einer, oder was? Zwei anscheinend. Ah. Ich zeig dir, wenn man das hier macht. Guck mal, ob man hier schon mal eine Bombe kriegt. Kannst. Hä? Ah, jetzt schafft er nicht mehr die Bombe. Mhm. Ich hab voll geschossen. Wofür sind so viele Gegner? Übel. Na komm, gib um! Ja. Nein, er hat mich gekillt! Jetzt schnell die Bombe! Ja, okay, einer ist weg. Ja, nice. Wie viele kommen denn hier? So, der ist auch umgekippt. Das ist Bombe. Bums, na also. Sehr schön. Na, haben wir's damit? Jetzt kommt alles gemischt. Hals ab. Übertreiben. Übel. Na, den 80-80 müssen wir sogar auch kaputt machen. Echt? Ah ja, stimmt, alles dabei. Dann fang schon mal an. Ja, ich versuch mal den Nachzügler dazu. Ich sehe es, da macht man immer diesen komischen. Mhm. Komischen Move da. Das geht gerade so. Hab ihn. Okay. Drei Suchtruinen noch, dann haben wir es auch schon. Sehr schön, wo ist denn der? Ah, der ist auch kaputt. Ah, nice.
Haben wir's doch geschafft. Easy. Glück gehabt. Wie im Film. Level abgeschlossen. Yay, cool. Der gute Schneeglider, den gibt's auch nochmal oben drauf. Ja, schön. Ist immer noch fragwürdig, welcher Flieger da uns jetzt fehlt. Weiß es auch nicht. 10% Maschinen, ey. Dorf gestorben. Das ist doch ein scheiß dummen Fluglevel da manchmal, ey. Mit den Bomben. So. Da ist ich von 160 schon richtig viel. Übel. Sehr gut, aber nach dieser rasanten Action hier hören wir jetzt erstmal auf mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Haut rein, Leute, macht's gut.